und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich unterwegs Richtung Olpe zum Biggesee. Dort habe ich mich verabredet. Dort wartet dann Talk Club auf mich. Seinen Kanal tue ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Unbedingt mal vorbeigucken, was er da macht. Da könnt ihr euch so seine Spezialität, die Versus Motovlogger angucken. Das heißt, der stellt so gewisse Motovlogger gegenüber und tut so ein bisschen die Unterschiede so ein bisschen ausmachen, verteilt Punkte. Ist sehr spaßig. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, heute bin ich mit ein bisschen mehr Technik unterwegs. Ich habe mir die 5er Session zugelegt. Ich gehe davon aus, ihr seht jetzt, wie die hier abzappelt. Ich weiß nicht, ob das was gibt. Ich habe jetzt auch noch nichts ausprobiert. Das sind absolut die ersten Aufnahmen mit der Kamera. Des Weiteren habe ich noch was dabei. Das habe ich dann hier hinten in der Tasche. Und zwar habe ich mir ein externes Audioaufnahmegerät zugelegt. Das Zoom H1N. Da bin ich mal gespannt. Auch da gehe ich davon aus, dass ich jetzt heute auf jeden Fall erstmal Lehrgeld bezahlen werde, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das Ding einstellen soll. Also Audio ist so ein Thema, hat mich noch nie großartig beschäftigt. In den Videos vielleicht Lautstärke hoch und runter, aber das war es dann auch schon. Ja, mit dem Talklab habe ich jetzt schon öfters mal geschrieben und jetzt haben wir heute gesagt, wir treffen uns einfach mal auf eine Cola oder sowas. Bei dem Wetter hier muss man ja immer zusehen, dass man mal genug zu trinken bekommt. Und ja, das werden wir mal machen, mal ein bisschen schnacken. Ja, bin ich mal so gespannt, so ein bisschen. Ist ja doch immer ein bisschen was anderes, wenn man die Leute nur so vom unterm Helm in Ich-Perspektive kennt und dann mal jemanden trifft. Ja, freue ich mich drauf, finde ich cool. Hier sind eh so einige Motovlogger bei mir in der Gegend. Da fallen mir auf Anhieb nach 4 ein, wo es relativ easy wäre, die mal zu treffen. Und naja, vielleicht ergibt sich da hier oder da nochmal was. Wo ich mich heute ein bisschen geärgert habe, ich habe mir neues Equipment zugelegt und das, was ich eigentlich heute bräuchte, habe ich mal wieder nicht. Und das wäre ein Kommunikationssystem. Das wäre eine coole Sache gewesen. Ja, Stefan hat eins, ich habe keins. Blöd. Ja, was wollen wir machen? Weiß ich jetzt, worauf ich jetzt demnächst wieder sparen kann. So wie die Klimaanlage vom Auto repariert ist. Direkt danach. So, das geht verschillen. Aiwischi. Jo, jetzt tuckern wir hier ein bisschen rum. Dieses Jahr war ich schon mal am Biggeseer Umgebung, weil in Olpe ist ein Fahrsicherheitszentrum und da macht der ADAC die Schulungen. Und da war ich zum Jahresstart mit meiner Bella zum Training. Ich habe auch damals vorgehabt aufzunehmen, aber das wurde mir dann sehr freundlich, aber direkt untersagt. Das ist da nicht erlaubt. Ja, war ein bisschen schade, weil ich das ganze Video so ein bisschen schon vorbereitet hatte, so auf der Hinfahrt und so. Aber nun ja, das ist dann so. Ja. Fahrsicherheitstraining kann ich jedem absolut empfehlen. Ich hätte auch absolut Bock, das nächste Jahr wieder zu machen, weil es einfach Spaß macht, das in der Gruppe mit den Motorradfahrern zu machen. Das hat auf jeden Fall was. Ja. Ob man jetzt Motorrad fahren kann, beziehungsweise Motorrad fahren kann, ob man jetzt ein absoluter Spezi ist oder auch nicht, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, so ein paar Übungen, ist immer wieder mal was anderes dabei oder so. Auch der Trainer, der gibt einem mal hier oder da so ein paar Quick-Tipps, also ein bisschen maßgeschneidert. Das war schon sehr cool und hat sich absolut auf jeden Fall gelohnt. So, heute ist hier, oh ne, ist ja grün. Bis jetzt hatte ich sehr viel Rot hier. Nun ja. Ja, so ein paar Kurven könnte ich jetzt mal gebrauchen. Keine schönen Kurven. Wäre ja gerne hier mit Kalimoto hingefahren, aber ich bin ja hier in der Testphase, beziehungsweise man bekommt ja immer nur ein Bundesland. Und ja, ich habe mir ein anderes ausgesucht. Und ja, ist halt doof. Hessen kann ich bereisen, aber jetzt hier keine Chance. Schade. Ja, wir Moped fahren und auf YouTube kommen hier Kommentare rein. Ich würde ja gerne antworten.
Das geht nur gerade nicht. Das was bringt, wenn ich hier was dazwischen mache? Weiß ich nicht. Mit dem Bildstabilisator von den GoPros, das ist ja auch so eine Sache, weil wenn das zu extrem ist, dann wird das Bild so extrem verschwommen, dass dann beim Videogucken schlecht wird. Ich habe mir jetzt mal angemacht, weil ich muss ausprobieren. Wenn das dann nachher nichts ist, dann wird das Video weggeschmissen und das nächste Mal probiere ich es dann ohne, beziehungsweise müsste ich die Position mal verändern. Wobei ich eigentlich gedacht hatte, es müsste funktionieren, weil der Rönnschrad ja auch so einen Galgen da dran hat. Und der hat die ja auch ein bisschen hochgesetzt, nur er hat sie schön mittig. Ich habe sie seitlich versetzt, weil ich hier wenig Spielraum habe. Ich hätte mir die jetzt auch da hinsetzen können, aber dann hätte ich die Kamera genau vor meinen Kontrolllampen gehabt und das wollte ich dann auch nicht. Also von der Seite. Ne? Hallo, los geht's. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mich mal über einen Kommentar ärgere, aber das ruiniert mir meine Navigation. Das geht auch nicht weg mit den Handschuhen. Blöd. Ah, wie ist das schön heute wieder. Heute ist der Wind so angenehm. Also heute ist super. Richtig schön. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass heute wieder geschwitzt wird. Die Kühe, die verstecken sich alle unter einem Busch. Das sind ja bestimmt 10 Kühe. Das sah gut aus. Das sah gut aus so. Ja Leute, 60. Muss das sein? Ich glaube nicht, Tim. Ach, jetzt ist wieder 70. Da kann ich, da darf ich nicht. Nein, 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 nein. Der macht's. Ich mach's nicht. Außer der fährt 60. Dann macht's. Nee, der fährt sogar 80. Dann lassen wir es doch. Ja. Aber jetzt. Jetzt bist du nicht fällig. Gegenverkehr. Aber danach. Wen haben wir denn hier überhaupt, der sich also präsent hier? KTM 990 Adventure. Jawohl. Schöne Grüße. Die muss ich gleich mal wegklicken irgendwie. Muss ich mal anhalten. Handschuhe ausziehen. Aber danke für das Kommentar. Dankeschön. Das freut mich doch immer. Noch 15 Minuten. Dann bin ich da. Weil das war die Kamera so umgebaut. Ich bin ja zu früh. Mal gucken, vielleicht ist Stefan ja auch zu früh. Schauen wir mal. So, man muss hin, geradeaus. Jo, läuft. Ja, hätte ich jetzt ein Kommunikationssystem, dann wäre das hier mit dem Stefan eine ganz andere Geschichte. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt doof. Was auch immer so eine Sache ist, das ist ja diese Videos hier meinerseits, die sind ja alle so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen anonym. Wie man sich dann gegenseitig filmt, wenn man sich mal trifft, ne? Das sind alles so Sachen, da überlegt man sich so ein bisschen, wie machst du denn das? Ich muss auch mal fragen, ist das okay, wenn ich das Kennzeichen von ihm zeige oder so irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir alles beschnacken. Sachen, wo man so erstmal gar nicht dran denkt. Kennzeichenmäßig ist mittlerweile wurscht. Das Thema habe ich abgehakt. Also Rückweg muss ich irgendwie anders antreten. Hier geht's als nur geradeaus. So, hier bin ich jetzt in Olpe angekommen. Hier suche ich jetzt das Freizeitschwimmbad. Da wollen wir uns treffen und dann werden wir so ein bisschen am Biggesee entlang zum Bigge Grill bzw. zum Biker-Treff fahren. Und ja, mal ein bisschen schnacken und mal ein bisschen was trinken, würde ich sagen. Und dann ja, schauen wir mal. Keine Ahnung, kein Plan. Heute mal kein Plan. Einfach mal machen. Ich würde fast sagen, ich bin ja eine Viertelstunde zu früh. Ich eier hier noch ein bisschen rum. Vielleicht können wir dem ja entgegenfahren. Ich könnte mir vorstellen, nee, eigentlich weiß ich, nee, eigentlich kann ich mir es nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, von wo der kommt, ey. Von welcher Richtung aus. Jetzt hier. Ich habe ja nur nach meiner Strecke geguckt. Wenn ich kennen würde, könnte man einen Abklatscher machen. So, dann schauen wir mal, ob er jetzt da ist. Sonst drehe ich noch eine Runde.
kein Stefan da. Drehe ich noch eine Runde. Vom Schwimmbad ist ein Kreisel. Fahre ich jetzt so lange rund, bis der kommt. Aber rumfahren ist mir jetzt lieber wie mich hier hinstellen und doof warten. Ist mir zu warm hier. Ich drehe noch eine Runde. Aber jetzt könnte ich echt im Kreisel rumfahren, bis der kommt. Der muss ja jeden Moment kommen. Ja, ist er dabei? Nein, ist er nicht. So, drehen wir noch ein kleines Röntchen. Nö. Ich glaube nicht, Tim. Vielleicht steht er ja weiter oben. Ich gucke mal. Nö, 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 nö. Fahren wir noch ein bisschen Moped, hä? Würde ich sagen. Also muss ich dann vielleicht mal anschreiben. Würde ich sagen. Ich schreibe den mal an. Ah, er ist in Olpe. Dann fahre ich nochmal in die Stadt, oder was? Noch nicht da. Aber ich fahre lieber, wie zu warten. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er denn? Oh nein, der ist wohl ganz woanders wie ich. So, das hat ja schon mal gar nicht geklappt. Der Stefan ist woanders. Ich hatte geschrieben, Freibad, da treffen wir uns. Und ja, er ist jetzt schon da, wo wir dann von hier aus hier hin wollten eigentlich. Also so hatte ich es verstanden. Aber, ist ja kein Problem. Ich habe mal eine halbe Stunde im Kreis gefahren hier. Ist ja nicht schlimm. Und dann fahre ich jetzt mal zum Biggie Grill, zum Biker-Treff, wo der Stefan mit einer Cola steht. Und ich jetzt mal zusehe, dass ich dabei komme. Ja, so läuft das manchmal. So ist das Leben. So, Kamera, läuft. Läuft. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, wie es halt geht, ne? 70.